Hier ist die Knoblauchgilde. Wer ein Kunstteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zu einem erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Oh je! Irgendwas an diesem Ort ist komisch, findest du nicht? Nein, diesmal ist TK bei mir. Ich darf nicht feige sein. Pokémon entdeckt! Pokémon entdeckt! Wer ist Fußabdruck? Wer ist Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Shinox! Der Fußabdruck ist von Shinox! Aha! Nein, nein, ich muss mich zusammenreißen. Du darfst eintreten. Du hast jemanden mitgebracht. Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los! Okay. Du bist wahrscheinlich gemeint, TK. Du sollst deinen Fußabdruck zeigen. Okay. Da ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht durchfallen. Trotzdem sehr seltsam, obwohl ich mir das bei Famitsu tatsächlich sehr schwer vorstelle. Es sieht aus, als würde es an einem Fuß kitzeln, oder? Okay. Hä? Hey, du Fremder! Stell dich auf das Gitter! Okay, mach ich ja schon. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wer ist Fußabdruck? Wer ist Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von. Der Fußabdruck ist von. Was ist los? Wache! Wache! Was ist los? Wachpostendick da! Als ob ich jetzt so menschliche Füße hätte. Der Fußabdruck ist. Vielleicht ist er von Fabi? Vielleicht ist er von Fabi? Was? Vielleicht? Aber so einen Fußabdruck sieht man hier für gewöhnlich nicht. Ha! Faule Ausrede! Die Fußabdruck vom Besucher zu bestimmen, das ist doch dein Job, Dicker, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, erkenne ich ihn halt nicht. Was? Streiten Sie etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, das stimmt schon. Man sieht in dieser Gegend keine Fambi. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht. Eintreten. Sehr große Sicherheit. Sicherheit ist hier sehr groß geschrieben. Oh Mann. Ich bin ganz nervös und hibbelig. Aber ich bin froh, dass wir endlich hinein dürfen. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Okay, gehen wir rein. Da ist eine Luke, die nach unten führt. Wow! Das ist also die Knüppelhof-Gilde. So viele Pokémon, ob sie wohl alle zu Erkundungsteam gehören? Verzeihung. Ihr beide seid gerade reingekommen, ja? Genau. Ich heiße Plaudergeil. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die rechte Hand von Gildenmeister Knuddelhoff. Und nun, kusch, verlass unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und alberne Umfragen. Wenn ich bitten darf. Nein, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam begründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Als Erkundungsteam? Es kommt selten vor, dass Jungspunde wie ihr sich bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht enden wollende Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der beste Beweis. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteam so anstrengend? Was? Nun ja, nein, 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 nein. Nicht im geringsten. Unser Trainingsprogramm für Erkundungsteam könnte nicht leichter sein. Tja, 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 tja. Ich wünsche dir. Ich müsste ein bisschen mehr wie ein Plaudergeil sprechen, glaube ich. Tja, tja. Ich wünsche, ihr werdet gleich gesagt, dass ihr ein Erkundungsteam gründen wollt. Hihihi. ja, okay. Er hatte einen sehr plötzlichen Sinneswandel, nicht wahr? Okay, lasst uns euer Team sofort anschreiben. Folgt mir. Rechts. Oh, stimmt, bitte, was ich. Kommt hierher. Beeilt euch, bitte. Okay. Dies ist die untere Ekel, nehmen wir zwei. Hier arbeiten die Lehrlinge die meiste Zeit. Zur Anmeldung bitte hier lang. Kommt bitte mit. Okay. Wow, wir sind im zweiten Untergeschoss und man kann trotzdem nach draußen sehen. Oh, bitte Ruhe jetzt. Die Gilde ist in der Seite einer Klippe eingebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen. Oh. Nun stehen wir vor der Kammer des Gildenmeisters Knuddelhoff. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall vom Gilden, dem gegen
dem Gildenmeister gegenüber respektlos. Gildenmeister, hier ist Burger, ich komme herein. Gildenmeister, ich bringe zwei Pokémon, die Lehrlinge in unserer Gilde werden möchten. Gildenmeister? Gildenmeister? Hallöchen, ich bin Knuddeluff. Ich bin ein Meister der Gilde. Ihr wollt eine Erkundungsteam gründen? Na dann, auf geht's. Als erstes müssen wir den Namen unseres Erkundungsteams registrieren. Der Name des Teams lautet... der Name unseres Teams. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. In welchem Team würdest du... welchen Namen würdest du denn gut finden, TK? Der ist ganz einfach. Wir haben eigentlich schon einen Namen. Wir hatten ihn schon im letzten Projekt. Ich habe mich, glaube ich, auch noch gar nicht begrüßt. Hallöchen, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Naruto. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, der Erkundungsteam Himmel. Ich hatte jetzt halt nicht wirklich die Zeit dazu, euch Hallo zu sagen. Ich meine, da war so viel Text gerade. Es geht ja direkt los. Ich möchte aber mal eben hier Muskay. Team Muskay ist auf jeden Fall ein guter Name. Den finde ich perfekt. So, okay. Yep. Muskay? Team Muskay. Ich wollte erst Team Muskay hinschreiben, also Team Muskay quasi. Ja, das ist ein guter Name. Er passt zu uns. Dann hätten wir das. Ich bringst du euer Team unter den Namen Muskay. Das ist hier, alles registriert. Luffy. Was? Ruffy? Was? Wo? Glückwunsch. Ab heute seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Zu diesem Anlass überreiche ich euch dies hier. Knuddeluff überreicht ein Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Pokémon-Erkundungsteam-Kit? Yep, jedes Erkundungsteam braucht eins. Schnell, macht es auf! Okay. Mars öffnet das Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Oh. Da sind ein Erkundorden, eine Wertenwunderkarte und ein Schatzbeutel. Hey, da sind lauter tolle Items drin. Das ist euer Erkundungsorden. Er ist das offizielle Erkundungszeichen eures Teams. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Ich habe die Stimme gar nicht mehr drin. Dann ist da noch der Schatzbeutel. Da bewahrt ihr auf, was ihr in Dungeons findet. Wenn ihr als Erkundungsteam Erfolg habt, könnt ihr das Wasservermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Das ist einfach ein wunderbarer Beutel. Werft doch mal einen Blick in euer Schatzbeutel. Die Stimme klingt kaputt, aber gut. Maso auf deinen Blick in den Schatzbeutel. Da ist ein Kraftarmband und ein Neonband. Cool, Neonbänder. Das sind zwei besondere Items. Die werden auf euren Abenteuer sicherlich von Nutzen sein. Danke, wir werden unser Bestes geben. Yep. Aber im Moment seid ihr nur Lehrlinge. Gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir. Lass uns immer unser Bestes geben, TK. Yay! Cool. Cool, cool. Das ist euer Raum. Recht. Super, wir bekommen Betten. Hier werdet ihr wohnen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Recht. Steht früh auf und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Bleibt nicht lange auf. Geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Ich glaube sowieso, dass man nicht lange wach bleiben kann, wenn man halt so Abenteuer erlebt hat, wie wir es heute getan haben. Oh, bist du noch wach, TK? Ich hatte heute die ganze Zeit Herzrasen, aber ich bin froh, dass ich mich endlich hergetraut habe. Ich habe mir Knuddeluff voll gruselig vorgestellt, aber es scheint sehr freudig zu sein. Es ist voll gruselig, also Knuddeluff finde ich mega gruselig, auch als so ein normales Pokémon. Ab morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin total gespannt auf neue Abenteuer. Langsam werde ich müde. Geben wir uns morgen unser allerbestes. Okay, TK, gute Nacht. Auf einmal bin ich Lehrling in der Gilde. Ich muss zugeben, dass es ziemlich aufregend ist, in einem Erkundungsteam zu sein. Und ich habe viel Spaß mit Maser. Aber noch viel wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand? Ich bin auch müde. Und warum liegt hier Stroh rum? Ich meine, das sind Strohbetten. Tja, es bringt jetzt nichts darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich fürs Erste besser auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte sich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit komme ich den Dingen sicher auf den Grund.
Okay, dann lass mal pennen. Ich glaube, dann speichert das auch gleich direkt wieder. Möchtest, ja, das ist nämlich der Speicherpunkt. Also wenn man speichern möchte, muss man halt einmal zum Bett gehen. Dann speichert der automatisch. Tipp für Kumo Sims. Du kannst deinen Spielstand ab jetzt speichern, indem du dich zu deinem Bett begibst. Willst du also deinen Spielstand speichern, geh einfach zu deinem Bett. Nett, danke. Am nächsten Morgen. Hey, hey, ihr! Raus aus den Federn! Ah, das ist doch. Umpf! Mir brummt der Schädel. Was für eine lächerlich laute Stimme. Lächerlich laute Stimme. Mir ist fast das Trommelfell geplatzt. Wieso seid ihr noch im Bett? Wacht auf! Umpf. Meine Ohren. Na los! Raus aus den Federn! Ich bin Kakeru. Ich bin auch ein Lehrling. Wenn ihr zu spät zur morgendlichen Anweisung kommt, werdet ihr es bereuen. Also los! Unser Guildmeister Knuddelfluss ist sehr temperamentvoll. Wenn ihr ihn reizt, dann. Oh Mann, das wäre vielleicht eine gruselige Szene. Schon bei der Vorstellung kriege ich jetzt Haut. Oh, Backe! Aber wie auch immer. Ich werde mir keinen erinnern, weil ihr neulich zu spät kommt. Also kommt ihr. Kommt in die Gänge, verdammt. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die irgendwie Betten haben. Alle anderen schlafen einfach nicht in der Gilde. Irgendwas, meine Ohren klingeln immer noch. Von was hat er geredet? Irgendwas von Aufstehen? Oh ja, wir sollten vielleicht mal aufstehen. Wir haben uns ja bei der Knuddelfluss-Gilde als Lehrlinge eingeschrieben. Aber das heißt ja, oh, wir haben verschlafen. Wir müssen uns beeilen, TK. Gut, gut, gut. Ihr habt euch verspätet, Neulinge. Küsch, du hast eine geradezu lächerlich laute Stimme. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut, kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Gildenmeister, die Gilde ist komplett anwesend. Vielen Dank, Gildenmeister. Wende dich bitte an die Gildencrew. Psst, Gildenmeister Knuddelhoff überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Ich habe Everett hellwach. Seine Augen sind offen, aber er schläft tief und fest. Vielen Dank, Meister. Wir alle schätzen deine weisen Worte. Okay, Poco, nehmt euch das Guildmeisters weise Worte zu Herzen, krächzt. Und nun, vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf, alle zusammen. Und eins und zwei und eins und zwei und eins, zwei, drei. Erstens, nicht dem Plagen sagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Poco, und an die Arbeit. Hurra! Okay, sehr interessant, sehr spannend. Gut. Hallo, Plaudergeil. Hey, habt ihr nicht einfach so rumzuspazieren? Kommt mal mit, ihr zwei. Okay. Auf geht's. Ihr seid Anfänger. Wir geben euch zum Anfang einen Auftrag. Das ist das Job-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen hängen hier Jobangebote aus. Ihr wisst, dass zurzeit immer mehr böse Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja, weil der Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Und darum tauchen so viele bösartige Pokémon auf. Der Fluss der Zeit gerät durcheinander. Zeit, also Stunden und Minuten. Soll das heißen, hier ist etwas mit der Zeit schiefgegangen? Und deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon. Ja, diese Erklärung ist ein bisschen, noch ein bisschen komisch. Was geht hier nur vor? Genau, weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran, wir haben einen Anstieg bei den Jobangeboten bemerkt. Und dann ist da noch etwas. Man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat. Es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Title Drop. Mystery Dungeons? Also TK. Erinnerst du dich an gestern, als wir mein Reliktfragment zurückgeholt haben? Der Ort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er anders aus und hält andere Items. Gehst du in ein Dungeon K.O., verlierst du die Hälfte deines Geldes. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Aber jedes Mal, wenn du einen betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Erkunden. Tja, du bist ja ganz gut informiert, nicht wahr? Krächzt. Das erleichtert mir die Erklärung einiges. Alle Jobs finden in Mystery Dungeon statt. Also, lasst uns einen Job für euch suchen, Krächz. Ah ja, vielleicht ist er hier. Oh, wirklich, lasst es uns lesen. Hallo, mein Name ist Boink.
Mein Genuff ist mit meinem wertvollsten Besitz abgehauen. Mit meiner kostbaren Perle hätte eigentlich jetzt damit umgebracht werden können. Weil eigentlich ist, wenn die Perle weg ist, stirbt eigentlich Spoink. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Oh, da sagt das auch sogar. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist, da wo sie hingehört. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. Allein so furchterregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, liebe Leser, wärt ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu gehen, um meine Perle zurückzuholen? Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteams von Spoink. Moment mal. Wir holen ein Item zurück, das jemand verloren hat? Ich würde lieber etwas Abenteuerliches tun. Ich würde lieber Schätze suchen und oder unbekannte Orte entdecken. Wir können solche Sachen halt. Küsch! Oh Mann! Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut. Jetzt passt auf. Ich wiederhole meine Warnung, damit ihr sie auch behaltet. Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Ihr findet die Hälfte eures Geldes und ihr riskiert die Hälfte oder sogar mehr eure Items zu verlieren. Gebt also Acht. Habt ihr alles verstanden? Dann schlage ich vor, ihr nehmt den Job in Angriff. Ja. Geht sogar direkt los. Cool. Das muss der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung von Spoil stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Hört sich nach einem wirklich gefährlichen Ort an. Wir sollten vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes, TK. Jawohl. Mir fällt gerade auf, dass es hier auch noch Hungeranleiste gab. Dunapada kann jetzt ein Item heilen. 16 Items auch nochmal. Das ist doch cool. Wir haben nur, wenn sie gehalten werden. Ja, gut, das können wir eigentlich direkt mal eben machen. Hier das zum Beispiel. Kraftbad, das glaube ich den Angriff erhöhen. Genau, das mache ich mal bei mir. Und Neonband. Gerade Energie aus hier. Oh, Lilips, ja, genau. Die nehme ich dann noch mal eben mit. Ich meine, wir haben da oben sogar noch ein Item gesehen. Das war eine Pilsoftberge. Ein vergiftet und schwer vergiftete Pokémon, das ist nicht verkehrt. Das kann man gerne mitnehmen. Aua. Das war erstaunlich, glaube ich. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, was da oben stand. Oh, wir haben Level abgekriegt. Tiki erreicht Level 6. Oh, neue Attacke Schnüffler. Das war doch. Ja gut, da könnte man halt in Love. Oh, was? Machen wir die Heuler dafür weg? Ich meine, wenn wir dann mit Geist-Pokémon anlaufen, können wir das nicht verkehrt. Ja, bitte weg damit. So, und wie gesagt, man kann, wie sie schon gerade erwähnt haben, mit diesen Attackenlinker kann man später die Attacken nochmal wieder lernen. Und Marsak kriegt auch ein Level ab. Sehr schön. Ausgerechnet, mein Level ist gestiegen. Okay. Alles gut. Gut, aber er lernt keine neue Attacke, das heißt, wir können so die weiter. Ich könnte natürlich jetzt die ganze Gegend mir angucken, aber das ist wohl nicht mehr Interesse. Ja, ist Äpfel oder Gummibonbons, um deinen Magen zu füllen. Ja, das ist das bisschen besondere Feature des Mystery Dungeon Spiele. Beziehungsweise, ich glaube, Mystery Dungeon bis Portal in die Unendlichkeit. Da gab es diese Hungerleiste, die sehr, sehr nervig werden kann. Also, wir sollten unbedingt immer gucken, dass wir genug Äpfel damit haben. Wir kennen es ja vom ersten Spiel noch her. Oh, Poké-Dollar. Damit kriegen wir Geld. Poké ist die Währung dieser Welt. Sammle und spare, um nützliche Items zu kaufen. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Vor allem braucht man die später ziemlich viel. Wegen gewissen Sachen. So, Steine können wir nämlich werfen. Kleine Kiesel wirft man auf Distanz auf Gegner. Genau. Das ist verdammt cool. Ja, es wird alles noch ein bisschen praktisch sein. Aber heute, da ich das Ganze. Ja, das haben wir schon verstanden. Das ist im Moment noch sehr viel Tutorial, ganz klar. Ich werde auch nur heute Dings diese Mission machen. Mehr möchten wir heute auch nicht tun. Weil wir sind schon sehr, sehr hart an der 20k. Ja, fast über. Oh, wir kriegen das nächste Level ab. Das geht schnell, das geht ziemlich schnell. Nochmal sage ich da ein Level. Ja. Das wird am Anfang noch sehr schnell gehen, also wie man es halt von den Pokémon-Spielen erkennt. Das ist ja in den Hauptteilen auch nicht anders. Das ist ja da nicht viel anders. So. Wo ist denn jetzt diese Tür? Okay, das hier sind übrigens Äpfel. Die kann man. Ist einer. Ja, genau, das war das mit der. Mit der Magen.
Magengegend. Also da kann man durchaus... Oh, ein Klingplim. Auch ein sehr seltener Gast. Ja. Oh, bin umwickelt. Ja. Ja, ich kann gerade tatsächlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Da sind nochmal scharfe Pokémon. Maser greift scharfe Pokémon auch ganz gerne mal an, scheinbar. Ich nehme mal die Kiste hier mit. Ich meine, wir können ja, wir wissen ja nie, was wir nochmal damit anfangen können. Ja, irgendwas. Ja, okay, das ist die Erklärung für die Attacken. Für die normalen Angriffe, die wir auch schon haben. Und die jetzt wird tatsächlich jedes Item einzeln erklärt. Praktisch. Eigentlich ist das ziemlich nervig. Aber gut. Ist ja halt. Bleib da bitte. Bitte ist ja irgendwo die. Ganz einfach nur die. Oh, hier ist ein Samen. Ein Flair-Samen. Achso. Besoffen zu machen. Sag das doch, Spiel! Ja. Ich will auch nur noch. Jetzt zur Treppe eigentlich. Ich glaube, hier haben wir so. Im Groben alles Wichtige erstmal erklärt für den. Für die erste Dungeon-Erkundung. Ist auch nichts. Okay, das heißt, der Gang muss da oben sein. Also der ganz links oben. Anders geht das nicht. Ich nehme auch die Sindelbeere hier noch mit. Ich meine, so ein bisschen EP, ein bisschen KP wieder auffüllen, ist ja auch nicht verkehrt. So, geh mal bitte weg. Geh mal bitte weg, mein Freund. Wiki ist halt super nervig, das ist aber auch ja in den Spielen nicht viel anders. In den Hauptspielen. Da ist das ja auch nicht besser, von dem Wiki getroffen zu werden. Ah, da sind zwei. Ach man, warum sind hier so viele? Das ist doch super nervig. Immer sind das, die Schale ist sehr schnell besiegt. Das ist ganz so echt machen. Danke. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass Maser wieder angreift, wie vorhin. So. 5? Ich habe ja schon alles verstanden, Mann. Die erklären auch Sachen doppelt, habe ich das Gefühl. Also wenn man die Sinnelbeere aufgesammelt hat, hat man die Erklärung gekriegt, jetzt wieder. Jetzt auch schon wieder. Okay, das ist wieder irgendein Pokémon. Charlos. Okay. Charlos geht tatsächlich. Es ist immer nur sehr ärgerlich, wenn ich keine 12 KP Schaden mache. Aber das ist schon. Nächste Treppe. So. Ein Plagiat-Item. Was? Ein Plagiat-Item, alles klar. Eine Simmelberge. Okay, es macht 10 KP Schaden. Das ist witzig. Das ist ziemlich toll. Genau, da kann man halt hier so ein bisschen einstellen, was die Gegner machen. Ich glaube, man kann sogar ausschalten, dass der Gegner halt automatisch angreift. Ich glaube, das geht auch. Mal gucken. Reden wir uns aber heute noch nicht mit Bishak gegen Lizard. Ich möchte eigentlich erstmal nur zum Ziel. Das ist ein Pokédollar. Okay, schade, das kann ja erstmal bleiben. Gut, dass wir noch keine Angriffe haben, die flächendeckend sind. Das ist ein großer Raum, aber da ist gar nichts drin. Da ist einfach mal gar nichts drin. Oh, wir haben noch ein Level abgekriegt. Oh Gott. Das Nervige ist halt nur, dass jetzt das nicht so wie in den Pokémon-Spielen ist. In den Pokémon-Spielen hat man ja immer so zwei, drei Buttons und dann hat man alles durch. Aber hier kriegt man tatsächlich alles. Also hier kriegt man den KP, den Angriff und die Verteidigung. Das ist ziemlich nervig. Momentan nervig. Später, wenn man das halt länger braucht. Oh, wir sind da. Ist das natürlich leichter. Oh, sieh mal! Das muss die Perle von Spoink sein. Bringen wir sie schnell zurück! Danke! Diese Perle muss auf meinem Kopf liegen. Seht ihr, sie hat mir so gefehlt. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen, solange sie nicht da oben war. Ich sprang und federte nur so durch die Gegend. Darum habe ich jetzt überall blaue Flecken.
Aber dank euch ist dieser Albtraum nun vorbei. Ich bin auch euch aufrichtig dankbar. Oh, ein Protein. Danke. Calcium. Eisen. Und 2000 Poké-Dollar. Das ist doch ziemlich cool. Hey, wow, 2000 Poké-Gold. Das ganze Geld ist für uns? Natürlich, natürlich. Es ist wertlos. Und ich verglichen mit meiner Perle. Leb wohl. Ja, wenn so ein Perle... Spoing sehr verzweifelt ist, verkauft es einfach die Perle. Wir sind reich, TK. Ganz einfach so reich. Gut gemacht, Team. Und jetzt kommen die Kosten. Stimmt. Nun überreicht mir das Geld, wenn ich bitten darf. Hä? Der Großteil des Geldes, das durch Job verdient wird, geht an den Gildenmeister. Und der Anteil eures Teams an dem Geld beläuft sich auf... Hä? Wir kriegen nur 200 Poké-Gold? Wie gemein. Nun, das ist die Regel der Gilde. Ihr müsst euch damit abfinden. Na gut. Oh. An alle, danke, dass ihr gewartet habt. Ich bin mit den Essenvorbereitungen fertig. Alle herkommen, Essenszeit. Juhu! Ach ja, die gab es ja auch noch, die 10. Ich mag mich zu erinnern. Und warum fehlen da 3 Teller? Wir wissen es doch nicht. Ah, ich hab fertig gegessen, ein hervorragendes Mal. Ich bin voll und jetzt werde ich ganz schläfrig. Ja, ich gehe dann mal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Hör mal, TK. War heute nicht ein hektischer Tag, es ist so viel passiert. Aber ich bin erleichtert, dass unser erster Job ein Erfolg war. Dass die Knurrluft-Gilde so viel von dem Geld genommen hat, hat mich wirklich aufgeregt. Das sind nur einfach die Kosten für das Training. Da können wir nichts machen. Aber ich war heute richtig glücklich, als Boris sich bei uns bedankt hat. Ja, bin ich müde. Ich schlafe jetzt. Gehen wir morgen wieder unser Bestes. Gute Nacht, TK. Kapitel 3. Der Schrei. Aber nicht heute. Ach, der speichert gar nicht. Okay, Leute. Mit Kapitel 3 geht es dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr es unten in den Kommentaren einen Kommentar schreibt. Mir sagt, wie es gefallen hat mit einem Like oder einem Dislike. Und die Glocke wäre halt auch noch ein Träumchen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Part. Bye, bye.